Tja, also sie foltern ihn hier gerade. Na, und er muss irgendwelche Texte vorlesen, wie wir gesehen haben. Ich komme mir schon vor wie so ein RTL-Kommentator, der alles wiederholt, was gerade gesagt wurde. So, da sehen wir auch schon die ersten Gegner, die es zu erledigen gilt. Mal gucken, wie wir die umhauen. Bist du den Boss wieder in Frage? Du jammerst nur noch rum, seit wir ausgebrochen sind. So. Joker hat seine Freundin geschickt, um uns zu sagen, dass wir den Tunnel sichern sollen. Dort hoch. Sichern wir den Tunnel. Wenn er uns befiehlt, die Fledermaus zu töten, töten wir die Fledermaus. Joker hat mir mal befohlen, meine Schwester zu töten. Hast du es getan? Na klar. Ich mochte sie noch nie. Alter. Du bist kaltblütig, Mann. Komisch, mir hat er das Gleiche befohlen. Ich habe ihm gesagt, dass ich gar keine Schwester habe, aber er hat es mir immer wieder befohlen. Also bin ich ins Auto rein, hab die erste Schlampe überfahren, die ich gesehen habe. Joker schien zufrieden zu sein. Was für Hohlköpfe. Ist doch eine Lachnummer. Irgendwie geheimnisvoll. Versteh mich nicht falsch, aber einen Moment ist er total durchgeknallt und dem nächsten schmiedet er Pläne. Wer weiß, was in seinem Kopf rumspukt. Das ist nicht unser Problem. Wenn er Harley wieder hier runterschickt, dann stecken wir in Schwierigkeiten. Hat jemand was zu trinken da? Ich habe eine Handvoll Drogen von einer toten Kraft. Also ich finde die Dialoge, die sie hier eingebaut haben, echt wunderschön. Also diese Banalität so ist schon Pulp Fiction mäßig, ja. Ich wollte die Sache nur entschärfen, weißt du? Bleib ganz ruhig. Ne? Sie hier sprechen darüber, ihre Schwester. Boah, was war das denn für ein Fail, ey? Oh, komm, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Och komm ey, jetzt bin ich aber hier. Kontern, zack, geht doch. So, jetzt muss ich nur sehen, dass die Leute mit den, dass die Leute mit den Waffen hier weg sind. Sonst könnte das noch, siehst du, da haben wir gleich schon gekontert und so. Weil sonst könnten wir hier ganz schön leicht sterben, so habe ich das Gefühl. So, da ist schon wieder einer. Komm, gib ihm, gib ihm! Ich sehe nix. So, der letzte. Gut. Haben wir auch ganz gut entschärft, das Ganze hier. So. Ach, da ist ein Riddler-Trophäe-Dings. Wie kommen wir da denn jetzt ran? So, da müssen wir wohl irgendwie hier rüber. Habe ich so das Gefühl. Hier hoch. Und da Explosivgel verwendet. So. Wir haben auch so Risse im Umhang auf einmal. Ich weiß gar nicht mehr, wo die herkommen. Und hier vorne müsste eigentlich auch was sein, ne? Ne, es ist schon weg. Ah ne, doch da oben beim Batman-Logo, bei der Fledermaus. Da haben wir auch nochmal einen Riss. Zack, hier runter. Und die Riddler-Trophäe geholt. Ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, was die bedeuten sollen. Vielleicht gibt es dann ja irgendwie doch noch irgendwas. Ach, guck. Haben wir eine Figur freigeschaltet. Scarface. Wer war denn Scarface? Können wir es irgendwie gucken? Ich glaube, das kann man nur im Menü nachschauen. So, wo wollten wir denn hin? Ach ja, wir müssen den Spuren folgen. Boah. Gehen wir mal hier runter. Da ist eine Spur. Da müssen wir wohl hier rein. Da geht's auch schon auf. Oder gehen wir gerade zurück? Okay, nee, gehen wir nicht. Fass zielt darauf, dass du seine Arbeit findest. Was haben wir denn da unten? Was ist das? Hier ist der Anstaltsleiter. Ach, nur eine Lampe. Wow! Dass jeder seine Waffen sofort entlädt. Ah, ich empfehle sie direkt in euren... ich kann das nicht lesen, ne? Ja, Scharfschützen, Scharfschützen. Okay, wir haben einen bewaffneten Freak hier. Das heißt, wir müssen irgendwie an ihm vorbei. Und das können wir so lösen, indem wir einfach hier hingehen. Uns dann hier hochwerfen. Oder auch nicht. Da müssen wir wohl von der anderen Seite dann kommen. Hier sind keine mehr. Uah, da sind welche. Okay. Die dürfen uns natürlich nicht sehen. Ich hoffe mal, die sehen uns nicht. So, und dann schleichen wir uns hier an ihn hier ran. Komm, hoch, hoch. Also der ist auch ein bisschen blind, habe ich so das Gefühl. Ah, vielleicht weil er diese lustige Brille aufhat, könnte man das dadurch begründen. Dass er nur Entfernung sieht und was nah dran ist nicht.
Was aber ziemlich lächerlich ist irgendwie. Okay, und wir gehen weiter. Und stürzen uns in die Menge. Ah, hier vorne hin. So. So, wir haben 6 Gegner. Die da irgendwelche Leute verprügeln. Jetzt kriegen die erstmal schön einen auf den Sack. Boah, komm schon, was war das denn? Wie oft muss ich denn noch Y drücken? Ist ja krass. So, wo war der Typ mit dem da? Da! Ah, ich muss verhindern, dass die Leute diesen Stab dort aufsammeln. Ja. Diesen dort meine ich. Nein, 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 nein. Komm schon, Mann. Komm schon, Mann. So, hier, da. Dort. Ey. Alter. Irgendwie komme ich gerade gar nicht auf dem mit dem Kampfsystem klar. Nein, nicht aufsammeln, nicht aufsammeln, nicht aufsammeln, nicht aufsammeln. Ich schalte dich aus. Ich schalte dich aus. Danach gleich dich. Gut. Das hat ja geklappt. Dass ich auch immer nur 7 hinbekomme und den 8er nicht. Ach, wer ist er denn? Hallo. Mein Freund. Wieso rennst du denn weg? Willst du dich nicht bedanken? Ich möchte, dass du dich bei mir bedankst. Ey, du Spalter. Ah, geht doch. Dankeschön, Batman. Die Wache hätte nicht mehr viel länger durchgehalten. Geht's ihm gut? Er hat sich am Kopf verletzt, als sie ihn zu Boden geschlagen haben. Führen Sie ihn so schnell wie möglich weg von hier. Bringen Sie ihn in die medizinische Abteilung. Das ist der sicherste Ort auf der Insel. Okay. Sobald er in der Lage ist zu stehen, gehe ich mit ihm dahin. Ich hätte eher gedacht, die Bathöhle ist der sicherste Ort auf der Insel. Er sollte bald aufwachen. So, wir folgen weiter den florensischen Spuren. Und ich vermute mal, wir kommen hier nicht rein. Doch, kommen wir. Also gehen wir gleich mal zurück. Wenn jetzt keine Cutscene kommt. Gut, keine Cutscene. Wir gehen hier gleich wieder raus. Denn hier oben war doch was. Mach schon. So, das brauchen wir. Ne, wir brauchen den hier. Mit der. Oh, wie dumm, wir haben ja den Multi-Battering. Also den Zwillings-Battering. Und warum gehe ich schon wieder in die da rein? Das wollte ich doch gar nicht. Mensch. Damit hätten wir ja gleich 2 Gegner auf einmal umnatzen können. Anstatt 2 zu werfen. Wie dumm. So, wir ziehen den hier raus. Und dann klettern wir da gleich rein. Zack. Wo man ja eigentlich nicht den offensichtlichen... Ah, siehst du, es nur wegen der Trophäe. Also, diese Regel, dass man erst den... Wenn ich es auf die Motorhaube deines lächerlich prahlerischen Autos geschnallt hätte. Ja, normalerweise ist es ja so in den Videospielen, dass man erst diesen Weg nimmt, den man nicht nehmen würde. Also den nicht offensichtlichen Weg so. Das ist bei Batman dann entweder so gelöst, dass man denkt, ah, ich muss jetzt den Weg nehmen, der dann aber doch nur woanders hinführt. Ihr versteht, was ich meine, hoffe ich mal. Und wenn nicht, ist auch egal. Ich rede sowieso nur Müll. Ja. So, wen haben wir denn da? Was haben wir dort und hier und da? Okay. Einen bewaffneten Nasentypen hier. Ach ja. Ah. Was soll das denn jetzt? Na komm, ich geb dir. Ich schalte dich aus, Junge. Und dich auch. Nein. Ey. Geht doch, Mann. Es geht doch. Ja, siehst du, da, das geht doch schon ein bisschen besser jetzt. Und wir folgen weiter der florensischen Spur, die uns wohin führt? Hier lang? Hier lang führt? Wo kommen wir denn da jetzt hin? Oh Mann, durch die Duschen. Und hier wieder raus? Oder ja. Ich laufe jetzt ein bisschen langsam, damit ich nicht die ganze Zeit gegen die Wände laufe. Wo geht's denn da lang? Ich gehe mal erstmal hier lang. Damit wir wieder den nicht offensichtlichen Weg dann wieder haben. Ah, hier sind nette Kameras. Hallo, Kamera. Ey, es funktioniert ja. Cool. So, was haben wir hier auf dem Klo? War da was? Ja, eine Riddler-Trophäe. Huhu. War ja klar. Auf dem Klo versteckt er die. Wie unoffensichtlich. Und ein Spiegel.
Ich bin Batman! Oh, hallo hier. Dam. Wir machen hier Mondschau. Dam. Pose! Bam. Was war das denn? Okay. Wenn wir doppelt. Ah! Cool. Bam. Und zurück. Ich bin Batman. Ich höre schon auf. Okay, wir gehen wieder zurück. Ah, wo war denn das jetzt? Da. Und hier dort rein. So, wenn das denn geht, ja. Super. Da kommen wir nicht durch. Ich bin gerade sprachlos und sitze mit offenem Mund. What the fuck? Was geht denn hier? Auf was sind die denn? What the fuck? Alter, die werden noch nicht freigelassen gleich, oder? Und gehen auf uns los. Scheint sie noch nicht so ganz krass auf den Sack zu gehen. Boah, ist das übel. Was machen die denn da? Und wo ist die florentische Spur? Da? Ah, sind wir da. Um fliegende Patienten auszuschalten, okay. Ja, da ist doch eine. Müssen wir hier durch? Scheint ganz so, ne? Boah, Leute. Oh, was war das? Explosivgel, hallo. Ich geb dir. Und schon wieder eine leckere Riddler-Trophäe. Aber da geht's doch noch weiter. Ich hoffe, wir sterben jetzt nicht, wenn wir hier durchrennen. Das sieht aber ganz so aus. Komm, geh weg, Batman. Raus da. Boah. Aber da hinten ist was. Kann man es damit vielleicht ausschalten? Hey, was soll das? Da sollst du hochwerfen. Nee, das scheint irgendwie nichts zu bringen. Ah, okay. Gegen Hackerangriffe gesichert. Wir gehen mal weiter hier lang. Oh Mann. Die Spannung ist kaum auszuhalten, meine Damen und Herren. Und da ist jemand. Wer nur? Ach, sie. Ich interessiere mich wirklich nicht für ein paar Blumen, Ivy. Ja, es ist Ivy. Die kenne ich. Bleib, wo du bist. Das fehlt noch, dass du frei herumläufst. Arme Kinder, ich rette euch. Ja, mit den Kindern meint sie halt ihre Blumen. Die gucken wir uns gerade mal an, die Poison Ivy. Seit die Botanikerin Pamela Islay aufgrund eines misslungenen Experiments zu einer menschlichen Pflanze mutierte, fließt in ihren Adern Chlorophyll. Sie ist in der Lage, durch bloße Berührung ein tödliches Gift zu übertragen und unterwirft ihre Opfer mit Hilfe verschiedener Pheromone ihrem Willen. Seit sie ihrer menschlichen Seite den Rücken kehrte und sich nicht mehr und mehr mit der Natur identifiziert, sind ihre Verbrechen vor allem ökologisch motiviert. Dadurch gerät sie zwangsläufig immer wieder in Konflikt mit Batman, der sich ihren Verführungskünsten dank seines eisernen Willens bisher allerdings stets entziehen konnte. Im Film aber nicht. Da waren Batman und Robin ganz schön heiß auf die Dame dort. Ja. Ja, interessiert eigentlich niemanden. Ist in der Lage, das Wachstum von Pflanzen zu fördern und zu steuern, ist aufgrund ihrer Pflanzen mit Pflanzen gehen. Bla bla bla.
Ist auf jeden Fall eine flache Lanzenfrau. Alles klar, wir wissen's. Okay, wir gehen hier mal weiter und folgen der florentinischen Spur. Was ist das denn? Warum hängt denn der da? Oh Gott. Okay, wir gehen weiter. Und wir stehen wieder vor einer verschlossenen Tür, die sich langsam öffnet. Okay.